Hallo, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier zurück auf der Bergisch Land im LS19. Ja, ihr seht, ich bin gerade dabei, die Strohballen einzulagern. Das ist jetzt schon die zweite Fuhre, da kam ganz ordentlich was zusammen. Die Ernte hat richtig gut was eingebracht. So, und ich habe mich entschieden, hier so ein Ballenlager hinzustellen. Aufpassen, dass wir hier nirgendwo hinfahren. So. Und zurück, das reicht nicht. Ja, das ist der Nachteil dabei, ne? Dass wir hier schon die richtigen Winkel treffen müssen, wenn wir jetzt die Ballen mit immer nehmen wollen. Ja, richtig machen würden wir das ja machen, wenn wir die ganze Sache jetzt hier bei Hand machen. Das wäre realistischer. Aber, hallo, erstens ist es ein Spiel. Und zweitens, durch Seasons haben wir ja dann Wettereinflüsse hier auf die Ballen und das wäre dann nicht ganz so gut. Deswegen, ich werde jetzt hier auch noch Lager für Strohballen, Heu, Stroh haben wir ja sowieso, Heuballen und den ganzen Kladderadatsch hier platzieren. Aber mal gucken, wo wir die hier platzieren. Ich möchte auch den Hof nicht unnötig verunstalten. Aber umsonst Arbeit ist dann auch nicht so mein Ding. Ja, und somit rückt dann auch dann auch die Milchviecher immer weiter in der Nähe. So. Eine komplette Fuhre liegt nur auf dem Feld. Also da kommt auf jeden Fall nochmal so eine Fuhre hier zusammen. Ist nicht gerade wenig, was hier zusammengekommen ist an Strohballen. Aber gut, wir werden jetzt über den Winter nicht alles brauchen. Bis Ende nächster Saison Herbst. Ja, definitiv nicht alles brauchen, aber harm ist denn Seele ja denn braucht. Das ist meine Meinung. Lieber habe ich zu viel als wie zu wenig. Oder gar nichts. Wenn ich dann nachher da hänge, das ist ja dann auch nicht so das Wahre. War ein bisschen dolle, aber das macht nichts. Machen wir ein Teleskop an. So. Gucken, kommen wir so ran. Ja, also so langsam wird es mit dem Arbeiten hier immer mehr. Aller Anfang ist halt nun mal schwer, bis die Arbeiten richtig am Laufen sind.
So, wenn wir fertig abgeladen haben, können wir uns ja mal das Ergebnis der Ernte angucken. Die ersten beiden Felder, der 5 und der 49, glaube ich, müsste das sein. 5 weiß ich 100 pro, aber ob es jetzt denn die 49 ist oder die 48, das weiß ich jetzt nicht. Schön, dass der hier eine Hundegang-Lenkung hat. Eine Allradlenkung sozusagen. Da macht sich das hier recht gut. Andersrum. So. Hätten wir das ja auch gleich wieder geschafft. Ja, den Rest, den hole ich nachher noch alleine vom Feld. Da müsst ihr dann nie mitkommen. Ich denke, ihr kennt alle so meine Lagetechnik. Meine Beinsammeltechnik. So. So, das ist dann der letzte Ball von der zweiten Kugel. So, den kann ich hier trost hier stehen lassen. Und noch einen Arm runter. So, dann haben wir jetzt 52 Ballen haben wir drin. 110 kriegen wir rein. Das ist schon mal nicht schlecht, Herr Specht. So, dann haben wir... Jawohl, speicher du mal. Schön lecker 63.000 von Weizen und 51.508 Liter von Hafer. So, jetzt sehen wir hier gerade, die Preise gehen hier gerade. Raps haben wir noch auf Infeld zu stehen. Hafer geht auch nach oben und Weizen auch. Na, das passt ja. Aber ich würde gerne noch ein bisschen warten wollen. Weil wir sehen hier, das war im ersten Quartal von der Winterperiode, den höchsten Ertrag haben. Hier sollten wir maximal 500, naja 600 haben. Bei Weizen, Hafer unter 900 auf jeden Fall. Und Raps, naja so bei 1100. Aber wir könnten 1250, 1300 kriegen für Raps. Ist ja schon mal ein bisschen mehr, also heißt es im Auge behalten. So. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir die ganzen Futtergrundlagen. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein paar Ballenlager hinstellen. Ich muss aber auch erstmal gucken, wo.
Vielleicht hinten auf den Hof. Ja, hier könnte man noch was hinstellen. Ne? Hier könnte das ganz gut passen. Gras. Da auch noch ein Lager. Und na, hier nicht. Hier auch nicht. Na, das wäre so das Einzige. Ne? Was haben wir denn hier Schönes? Na, hier hätten wir Platz, aber hier kommen wir blöde ran. Aber hier könnten wir noch was hinstellen. Hier könnte noch ein Ballenlager hin. Ja, mache ich mir einfach mal einen Kopf. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, ich hole noch die andere Fuhre, aber wie gesagt, das mache ich alleine. Ja, war heute ein relativ kurzes Video. Und ja, die Milchviecher rücken immer näher, würde ich sagen. Das heißt, in einem der im nächsten Video werden wir uns auf jeden Fall die Milchviecher holen, dass wir hier langsam mal zu Potte kommen. Und ja, die Felder werden noch mit einer Zwischenfrucht ausgesät. Das liegt jetzt auch noch an. Und Winterweizen oder Wintergerste würde ich auch noch gerne ansehen wollen. Mal gucken, wie sieht es da aus. Da sind wir falsch. Kalender. Können wir auf jeden Fall noch machen. Ne? Hier die Zwischenfrucht Ölrettich. Da will ich gerne ausprobieren, ob das in Zusammenarbeit mit Seasons bzw. mit diesem Precision Farming da immer noch klappt, dass wir da halt eine Düngestufe kriegen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch das hier nicht. Getreideschrot brauchen wir nur bei der Schweine, aber die würde ich auch noch relativ zeitnah holen. Raps halten wir, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Karotten. Ja, da müssen wir gucken. Weil großartig zukaufen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sojabohnen, Mais, Getreideschrot können wir auch bei den Hühner hier brauchen. Ja, müssen wir mal gucken, wie das funktioniert im Einzelnen. Aber, meine Lieben, für heute möchte ich euch gerne entlassen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für's Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bye bye und ganz wichtig, bleibt gesund.